Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende. Hinter uns liegt ein mehr als außergewöhnliches Jahr. Ein Virus hat alle Normalität außer Kraft gesetzt. Das Jahr 2020 war, ist und bleibt auch in seinen restlichen Tagen noch eine große Herausforderung für uns alle. Das betrifft unser privates Umfeld mit den Einschränkungen sozialer Kontakte, wie auch unser berufliches Miteinander. Mit großer Anstrengung haben Sie bisher die Covid-19-Pandemie an der UMG gemeistert. Vor allem gemeinsam und solidarisch. Darauf sind wir vom Vorstand stolz und danken Ihnen allen dafür. Wir leben jetzt praktisch schon ein Jahr mit Covid-19. Am 27. Januar dieses Jahres gab es an der UMG die erste Presseanfrage zu Corona. Zeitgleich trat eine Corona-Taskforce zusammen, aus der dann der Ihnen allen bekannte Corona-Krisenstab entstanden ist. Er arbeitet bis heute mit äußerst großem Einsatz. Covid-19 hat Ihnen alle große Veränderungen zugemutet. Kreative Lösungen waren gefragt, grenzüberschreitendes Denken, flexibles und zielgerichtetes Handeln. Viele von Ihnen haben zusätzlich noch Unterstützung geleistet für die Menschen in der Stadt und der Region. Wir haben den Klinikbetrieb komplett umstellen müssen und ihn in Covid- und Nicht-Covid-Bereiche aufgeteilt. Beim Personaleinsatz haben Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und im ärztlichen Dienst hohe Flexibilität gezeigt. Sie sind in andere Bereiche gewechselt, haben neue Teams zusammengestellt, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Unser ganz besonderer Dank gilt allen Ärztinnen und Ärzten und allen Pflegekräften, die seit dem Beginn der Pandemie jeden Tag ihren Dienst auf den Intensivstationen und in der Versorgung der Covid-19-Patienten tun. Im alltäglichen Ablauf hatten wir aufgrund eines ausgeklügelten Hygienekonzeptes in der Patientenversorgung bisher noch keine Übertragungen des Virus. Das liegt an Ihrer großen Disziplin in dieser Ausnahmesituation. Dafür danken wir Ihnen allen ausdrücklich. Neben Corona gab es auch noch andere wichtige Ereignisse an der UMG. Der Neubau unseres Klinikums hat uns das ganze Jahr über beschäftigt. Im Juni haben wir das bisherige Verfahren aufgehoben und die Neuausschreibung für die sogenannte Einhauslösung gestartet. Ein wichtiges Signal an die Landesregierung haben wir beim Besuch von Wissenschaftsminister Tümmler im Juli gesetzt. Hier begrüßen über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Minister und haben freundlich, aber bestimmt auf die Notwendigkeit des Neubaus hingewiesen. Ein an der UMG bislang einzigartiges Ereignis. Auch andere Baumaßnahmen gehen voran. Im November wurde zusammen mit dem Wissenschaftsminister der Grundstein gelegt für unser neues Gebäude zur Herz- und Hirnforschung. Gleichzeitig bauen wir zügig an einem neuen Intensivmodulgebäude zwischen den Bettenhäusern. Es wird im zweiten Quartal nächsten Jahres fertig sein. In der Forschung war die UMG im letzten Jahr sehr erfolgreich. Zwei neue DFG-Forschungsgruppen hat die UMG eingeworben. Zudem will das Nationale Forschungsnetzwerk der Universitätsmedizin verbesserte Bedingungen für die Behandlung von Covid-19 erreichen. Die UMG ist hier sehr erfolgreich mit 11 Teilprojekten beteiligt. Im November hat die Deutsche Krebshilfe unseren gemeinsam mit der MHH gestellten Antrag für ein großes onkologisches Spitzenzentrum, das CCC Niedersachsen, begutachtet. Diese Begutachtung ist sehr positiv verlaufen und wir hoffen noch in diesen Tagen auf eine Bewilligung durch die Deutsche Krebshilfe. Und nicht zuletzt, die grünen Damen und Herren haben in der Corona-Zeit ihr 40-jähriges Jubiläum an der UMG gefeiert. Sie stehen für ehrenamtliches Engagement, für das wir ihnen überaus dankbar sind. Ohne die Ehrenamtlichen wäre die UMG um einiges an menschlicher Zuwendung ärmer.
Ich will hier auch ausdrücklich das Mitwirken unserer Studierenden in der Covid-Pandemie erwähnen. Über 1000 Studierende waren schnell bereit, Verantwortung zu übernehmen und freiwillig mitzuarbeiten. Dieses Engagement hat uns über alle Maßen beeindruckt. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Ihnen unsere höchste Anerkennung für Ihre geleistete Arbeit aussprechen. Ihnen allen danken wir für Ihren außerordentlichen Einsatz, den Sie im vergangenen Jahr geleistet haben. Ihre Solidarität untereinander, Ihre Bereitschaft, sich in den Dienst unserer Patientinnen und Patienten zu stellen, Ihre Flexibilität waren und sind beeindruckend. Wir bitten Sie, diesen Teamgedanken in das nächste Jahr mit hinüberzutragen. Wir alle werden weiterhin die so drängenden Herausforderungen des kommenden Jahres zusammen bewältigen müssen. Im Namen des Vorstands der UMG wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein zufriedenes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.